Hallo, liebe Jungs, willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Hey, der Deko fängt doch an. Online. Achso, dann fang Deko 3, 2, 1. Hasta la Bons, Suave Muchachos, was ist mit einem Schlüssel? GTA 5, Kasten beim Rennen, wir starten gleich mittendrin. Genau das. Mit dem guten Kepos. Hallihallo. Wir sind mit Sandwich. Bei Sandwich meine ich mit, da fahrt ihr ohne mich lieber. Kepos, ich weiß gar nicht, was ist für eine Map, Cap? Das hast du davon, Cap. Das ist eine geile Map, und zwar eine Struktur. Yo! Und da ist er. Nein, womit habe ich das verdient? Mabossa ist immer noch krank, ihm geht schon deutlich besser, aber zum Zeitpunkt der Vorproduktion ist er halt noch nicht am Stissel, deswegen immer noch Hashtag gute Besserung Mabossa, dann ist er richtig schnell am Stissel. Yo! Ja! Nice, da hat er mich erwischt. Das Ölfass erwischt, oh fuck, und dreh mich einmal. Geiler Typ, Alter, muss ich sagen. Ja, der Mabossa ist schon wieder fast am Stissel. Allerdings heißt das jetzt, dass ihr ihn bis Ende Juni in den Folgen mit Dena nicht sehen werdet. Ich finde das so schade. Oh Gott. Yo. Dena genau wie ich einfach weggeflogen. Aber ich bin im Punkt 3. Ey, ich bin hier so weit vorne, ihr könnt mir langsam mal kreuzweise die Eier. Wir müssen jetzt richtig langklotzen. Dena, komm, wir im Team. Ja, gut, im Team, der ist so weit vorne, Alter, der müssen wir echt aufpassen. Ziegenmann ist watching me, deswegen muss ich hier ein bisschen Gas geben. Ich glaube, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, mein Boss hat sich den Ziegenmann wirklich geopfert, also wirklich so komplett geopfert. Und dafür haben die Losers jetzt einen Vorteil irgendwie so, ultra boost die ganze Zeit. Deswegen ist Deko auch besser auf einmal, ne? Deswegen ist Deko auf einmal auch besser. Das sind die Geheimnisse, oh fuck, Alter. Marvin hat sich geopfert, ja, der ist wie kannst du das moralisch verkraften, okay, dass er sich jetzt geopfert hat und du jetzt da bist? Welche Wette hast du denn verloren mit? Was ist denn da los? Oh, das Ding beginnt? Oh, achso, es gibt noch ein Ding. Ein Ding. Huch, oder? Oder haben wir's? Nein, ich wäre fast komplett durch gewesen. Fast. Shit. Dark. Was war? Lol. Ja, Benjamin, du wirst die Beste. Ich bin auch runtergefallen. Shit. Das letzte Ding, da ist nichts mehr passiert bei diesem Zug. Alter, ich hab richtig gestruggelt. Oh? Nein, ach komm, fick dich, Alter. Wieder drin. Ich war doch schon. Wisst ihr, warum ich den gepackt habe? Weil in meinen alten, als ich früher GTA-Challenges gemacht habe, mein Haus, ja? Das war genau an der Stelle, wo der Wild ist. Genau an der verdammten Stelle. Und deswegen habe ich den War. Aber das ist mein Home-Territory, weißt du? Das war Home Run, war das für mich. Das war ein. Nice. Heimspiel, weißt du? Hat nur verloren, weil der Ziegenmann mag es nicht, wenn man seine Tricks erkennt. Und wir haben ja das Opferritual erkannt. Ich glaub's auch. Also ich glaube, das ist Ich glaube, das ist es einfach. Das ist es. Wir haben zwei Runden hier. Also ich verstehe nicht, was hier das Problem war. Ich habe eigentlich. So, was habe ich jetzt? Yeah. Jetzt hat's geklappt. Ja. Der Ziegenmann weiß es. Das ist halt. Ich bin so weit hinter euch, ne? Ja, da war wir vielleicht noch ein Bein opfern. Jetzt muss ich Gas geben, Mutschak. Ja, vielleicht musst du auch noch ein Bein opfern, genau. Ja, du musst auch noch ein Bein opfern. Sonst kommt der Ziegenmann vorbei und rasiert mir ungewollt. Wenn ihr nicht wollt, dass der Ziegenmann Dekos beide Beine opfert, dann gebt der Folge einen Daumen nach oben. Ich wäre dafür, dass die beiden Daumen oder so geopfert werden. Ja, vielleicht Zeigefinger zum Gas geben oder so. Ah, nee, die spielen nicht. Genau, 10.000 Daumen sind ein Bein. 20.000 Likes sind beide Beine. Und wenn es so weitergeht, gehen die Arme auch noch ab. Ich bin für Mittelfinger ab. Okay, fangen wir mit den Fingern an. Mittelfinger, die brauche ich. Gleiches Prinzip. Da brauchst du für WASD, mein Lieber. Ah, scheiße, stimmt. Ja, siehst du mal. Ja, okay, die Mittelfinger werden geopfert. Ja, ich habe gerade extra bin ich an eine Tastatur gegangen, um zu gucken, welcher Finger das ist. Meine Gaming-Karriere beenden. Der Ziegenmann will eigentlich. Kannst du immer noch Marathonläufer werden, da brauchst du keinen Mittelfinger. Nein, du willst deine Konkurrenten die ganze Zeit bleiben. Marathonläufer, Alter. Hast du meinen Körperbau gesehen? Ich sehe schon den Titel. Deko opfert seinen ganzen Körper dem Ziegenmann. Deko hat erstmal Mabossa geopfert. Der arme Mabossa. Ohne Witz. Der wollte dann so ein Clickbaiting-Titel wie so ein Ziegenmann. Ich dachte, ihr macht den Kanal zusammen und halt. Deko zusammen! Das ist ja asozial! Hast du gehört, Deko? Clickbaiting, einfach mal so ein Ziegenmann, der einfach hinter dir gebeugt ist, Alter, und so über dir ist. Nein, Dena hat's nicht, Alter! Ich bin runter, aber Kevin ist auch runter, scheiße! Shit, es sind nur zwei Runden, ne? Es sind nur zwei Runden! Ich bin falsch aufgefahren. Eieiei. Ey, ihr seid schon wieder da, ich muss noch so viel fahren, Alter. Nein! Please. Und Danny hat es! Nein! Dena muss verkacken. Dena, wo bist du? Ich hab's schon verkackt. Oh nein! Ja, du musst noch zwei Mann, ich war voll mit meinem Erster! Bom, 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 bom. Es geht ab hier vom Feinsten, Leute. Ihr seht schon. Geile Runde. Es geht direkt ab. Na, jetzt ist Dena durch, oder was? Hä? Was hab ich jetzt? Was ist jetzt passiert?
Der Ziegenmann hat eine Hufe auf die Farbe. Nein! Und ich war kacke auch! Mann, das war nicht mal. Nein, ich war zu schnell. First Try gemacht und dann so Scheiße hier. Nein, Lena, du musst ganz weit rechts linken. Links, links, rechts, rechts. Kreuzmann, Kreuz, Ziegenmann. Lass dich nicht verwirren von der Ziegentaktik. Fuck it. Das ist Ziegentaktik, die er hier versucht. Wenn der Junge jetzt nicht runterfällt. Der fällt nicht runter. Was? Drei Runden sogar? Was? Drei Runden? Ohne Witz. Ohne Witz? Warum? Dann ist auch nichts verloren hier, Muchachos. Bei einer Runde. Ich bin mit Abstand letzter. Das war ein Witz, es sind nur zwei Runden. Das war ein Witz. Aber naja, ich habe schon wieder Witterung aufgenommen von deinem Arm. Ich habe es gemerkt, aber der musste ich einfach rauslassen. Oh Gott. Warum schaffe ich das jetzt nicht mehr? Jetzt bin ich unkonzentriert. Beim ersten Mal war so, weil ich mich beim letzten angekommen, einfach durchgezogen. Schade, dass ich jetzt Druck hier verkeckt habe. Und jetzt sowas hier. Oh, Dena, das will ich jetzt sehen. Schön unten gegen. Ja, ja, ich weiß das ja. Ich habe beim ersten Mal First Try gemacht, Alter. First Try habe ich beim... Guck mal, kaum beobachte ich. Das ist auch nicht schwer. Ich weiß nicht, warum ich jetzt dreimal hintereinander verkackt habe. Kaum coache ich den Dena, schafft das. Ah, das ist gar nichts gecoacht, Alter. Bin alleine gefahren, Alter. Erzähl mir was. Das war, lag einfach daran, dass dir der Ziegenmann von hinten in die Ohrläppchen gepustet hat. Also voll eklig die Vorstellung, Alter, so die Pörpe. Eieiei, ich bin jetzt mal gespannt, ob Kevin eine bessere Runde bekommen hat als ich. Ich glaube, ich habe eine ziemlich Zuckerrunde hingelegt, alles ja, First Try und ziemlich gut durchgefahren. Aber bist du nicht am Anfang nochmal irgendwo, ist nicht irgendwas gewesen? Nee, das war in der ersten Runde, die zweite Runde war mir komplett durch. Ah, okay, shit, Alter, krass, ey, dann macht er eine perfekte Runde auch noch. Ja, bin ich gespannt. Wenigstens das dachte ich, bleib mir. Den hast du 10.000 gesetzt. Ich hab nichts gesetzt, sogar keine Zeit gehabt. Das war so ein Mist. Ging so auf ein einmal Mist. Zack, zack, los. So. Aber ich bin jetzt Level 100. Ich hab mir gerade eben einen Raketenwerfer und Annäherungsminen gekauft. Also, yo, wie geil er ausgewichen ist. Ja, GG, das sollte aber eigentlich nochmal. Das war jetzt nochmal aber nicht so gut. Nice. Leute, das war ein geiler Einstieg. Ein geiles Rennen, muss ich sagen. Ja. In einer Sekunde geht's weiter mit der nächsten. Ich hab ein paar neue Maps rausgesucht. Also, euch erwartet was Geiles. Bis gleich. Dankeschön, dann bis gleich zur zweiten Map. Boah, die zweite Map am Start, ein Quake Wallride, der ineinander führt mit Lücken drin, ihr werdet es gleich sehen. Ein ziemlich cooles Teil, wie ich finde. Und ich bin gespannt, ob ich meine Leistung von der ersten Runde beibehalten kann. Aber weißt du das, dass das alles sowas ist? Weil ich habe es auf dem Bild gesehen, wenn ich das aussuche, dann habe ich ja mal die Thumbnail-Bilder von den Maps. Daran sucht man die aus im Social Club. Na gut. Und ich hoffe... Der Ziegenmann hat bei euch wieder die Hufe zwischen den Wallrides. Ich werde den Wallride hier abreißen. Ich habe das. Oh Gott, was für ein Wallride. Guck mal, das Ding ist es. Und das sind die ganzen Lücken da, oder wie? Du hast Ähnliches hatten wir sogar schon mal. Und was machen. Boah, bester Start hier. Nice. Wir haben alle exakt das gleiche Auto, nur die Farbe ist natürlich geiler noch bei mir, ja. Aber direkt hier, erster Platz. Oh, und wie ich die Kurve genommen habe. Nahezu perfekt. Nur ganz leicht noch in den Drift reingekommen. Aber das war natürlich wichtig da, dass ich die Kurve da so gut nehme, wie ich sie mir genommen habe. Genau, genau. Und mit unfairen Mitteln schubst er mich da weg, weißt du? Mit unfairen Mitteln? Ja. Das ist ja Skill, Junge. Ich sag dir, was unfair ist. Skill, Ram, Alter, ey. Ich sag dir, das ist dein... Alter! Da schießen wir einfach. Wer schießt? Hier schießt niemand. Hä? Hier schießt niemand. Da hab ich den einfach mal getötet, Junge. Wie hast du mich so schnell Ich hab dich ge-one-hitted, Alter, mit einem Headshot. What? Du hast ihn ge... Whoa. Was ist das für ein Kack, Alter? Ich erzähl ja gerade, wie geil ich fahre und dann kommt sowas. Ja, weil der mit meinem Fahrerskill nicht mithalten könnte oder was, ja? Dann müsst ihr halt... Ja, danke auch. Ja, ich komm nicht in den Punkt. Ja, gut. Alter, ich kann nicht mehr fahren, Alter. Nein. Hä, warum ist denn dieser Gascontainer nicht explodiert? Hä, welcher Gascontainer? Ich schieß auf den, der hat gebrannt. Boah, ja, alles kaputt. Du, wir müssen uns nach vorne konzentrieren, komm schon. Schafft's der Dena noch? Ihr könnt meine Reifen nicht zerschießen, die sind alle schon kaputt. Oh, nein, der Gascontainer! Okay. Ich bin da richtig reingedriftet, nice, Alter. Nice one, da gibt's den Kill. Locker flocky. Okay, geil, geil, geil. Jetzt kommt gleich, glaube ich, der Wallridissimo. Okay, meine Reifen sind schon kaputt. Das geht schneller, lol. Ich versuche dich zu töten. Okay, jetzt geht auf, auf den Wallride. Ja. Ich versuche dich zu töten, Dena, nicht? Alles klärchen. Auffahrt auf. Ich glaube, so einen ähnlichen hat man wirklich schon, aber so. Geil. Geil, geil, geil. So. Was? Wo geht's da rauf? Ich will das Haus hochfahren. Und dann? Oh. Wow. Wow, Alter, wow, das sieht cool aus. Das sieht richtig cool aus. Wallride mit Lücken. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ja, ja, wir haben schon mal einen mit Lücken gehabt. So einen ähnlichen hat man echt schon. Nice, ich hab den auch. Cool, Alter. Cool, cool, cool. Na, der war easy.
Der war so easy wie deine Jeezys, haha. Ja? Nein! Ja. Bin richtiges. Nochmal wegdrücken. So viel wie geht, ich habe auch keine Reifen mehr. Den hat volle Reifen noch. Ja, stürzt weil ich einmal auf? Endlich mal ohne euch unterwegs war. Stürzt euch auf ihn, ihr Geier. Ich muss immer erst an mein Fenster noch aufmachen, weil es immer noch gar nicht kaputt ist, weil ich so wenig schieße. Den hat wieder vorbei. Ich hab die Reifen erwischt von denen. Oh, shit, ich kann nicht mehr fahren. geht gar nichts mehr. Ich war, glaube ich, gerade auch echt komplett ohne Reifen. Okay, ja, wir müssen auf den anschließen, weil der prescht jetzt nach vorne. Ihr müsst auf mich anschließen, weil ich gerade so der Letzte ist. Bin ich gerade mal Erster. Ziehen Sie sich. Um die Kurve. Nein, aber nicht getroffen hat. Ach Gott, endlich, Leute, endlich mal. Er hat nichts getroffen. Weg, ja. Jetzt kann ich Boden gut machen. Was, Dena ist da vorne? Oh Gott. Schieß mich nicht ab! Und seit Wochen lasse ich gar nicht meine Reifen zerplatzen, aber ich glaube, Kev schafft es nicht nachzukommen, weil ich zu gut fahre. Ja, aber ich fahre zu gut, Leute, der Kev kommt hinterher. Ich glaube, mir ist doch ein Reifen kaputt. Ich komme echt nicht hinterher, aber ich habe die einzige Chance. Den habe ich gleich. Du kommst nicht hinterher, weil ich gut fahre, Junge. Oh nein, ich kann echt nicht lenken. Den war doch mein Reifen erwischt. Stimmt, mein Vorderreifen ist kaputt. Nein. Wie die ganze Zeit einfach schießt, Alter. Oh shit, den hat richtig weit vorne. Oh ja, gut, aber wenn ich jetzt nicht First Rush hab, bringt's mir auch gar nichts. Also ich hab nicht mal einen zweiten Vorsprung. Alter, fällt jetzt schon auf den Wallride auf, ich glaub's nicht. Nee, noch nicht. Jetzt wieder Wallride. Ja. Okay, Kev fährt hoch. Dena ist schon dran. Alter, ich mach's mit einem Reifen, das ist meine einzige Chance. Ich mach's mit einem kaputten Reifen, das ist meine einzige Chance. Wirklich. Den da schon durch, oder was? Bin ich mit einem Umdach gelandet, ich Dummkopf! Mann, aber ich hab's geschafft, ich hab's erst mal geschafft! Es ist meine einzige Chance auf! Wie viele Runden sind das? Mit kaputten Reifen! Wie viele Runden haben wir? Das ist das Ziel! Den da, den Warride! Verziehen Sie nicht! Und dann nochmal Erster! Yes! Please! Nice, Alter! Mega nice! Nein, ich muss auch respawnen! Das ist gut, Leute. Das ist sehr, sehr gut, Alter. Was für eine Folge hier. Erstmal Letzter, aber dann hole ich mir doch mal den ersten Platz. Während die Alter, boah! Was für ein Duell hier nochmal am Ende! Ja, und! Nein! Ja! Es reicht nicht! Ich dachte, ich kann einfach gegen die Wand fahren. Krass, Alter. Es reicht nicht, Alter. Hier hast du. Warte, wie mache ich noch meine Waffe weg? Wie mache ich meinen Move? Deko? Das ist nochmal krasses Rennen hier. Das ist auch nochmal ein Fight. Oldschool-mäßig. Deko, wie mache ich meinen Move? Dein da Shift musst du selbst wissen, was für ein Move du machst, Shift, mein Lieber. Caps Lock. Geht nicht. Schade. Einfach nur Caps Lock. Geht, glaube ich, nur in der richtigen Welt. Ah, schade, würde ich hier machen. Krasses Platz, Ding, Leute. Alter, geile Map. Ich glaube, so ähnlich hat man wirklich schon mal, aber ist egal. Spaß hat's gemacht. Und eine dritte Map, die kommt auf jeden Fall gleich in einer Sekunde. Also bis gleich. Bis gleich. So, aller guten Dinge sind drei und heute gibt's eine Map. Hashtag Village. Ich habe keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Es wird auf jeden Fall sexy. Kann ich 10.000 setzen oder nicht so? Alle 10.000 setzen. Komm schon, Jungs. Ja, komm, alle 10.000. Legt da mal was rein in den Pott. Traut euch mal was. Ja, seid keine Pussys. So. Der Ziegenmann glaubt an euch. Ich hat auch. Hat der Deko auch 10.000? Er hat nur 100 gesetzt. Der Ich setze gar nichts. Oh, das ist wirklich schwach. Nein, ich habe einen Überraschungseinsatz gemacht. Er hat bestimmt 100 gesetzt, um wirklich abzustauben. Ist das ein Dreckiger? Das ist wirklich dreckig. Nein, ich habe 6.666 gesetzt. So fängt das gut an. So ein Ziegenmann-Einsatz oder was soll das sein? Ja, das ist der Ziegen-Einsatz. Das ist der Ziegenmann-Einsatz. Der geht machen wir da einen Skill rein oder wie schaut's aus? Ja, schade. Ja, machen wir einen Skill rein. Lass mal einen Skill machen, ja. Yo! Der war nicht schlecht. Nice, Alter! Die komplette Strecke ausgenutzt bis runter an mich von den Körb. Und wow, was kommt jetzt? Das war skillig und da ist es. Wow. Phoenix? Nein! Yes! Es war wirklich so close, Alter! Nein! Ey, ich bin. Ein Kev hat jetzt oder was? Rausgeflogen, nein! Ich war nicht steil genug. Alter, geiles Teil, Alter. Das ist alles. Das Ding sieht richtig sexy aus. Es geht schnell, geil, auch schnell und Deko hat es. Scheiße, er muss weiter nach links lenken. Er hat es aber wirklich. Deko hat es. Nice. Hat er es? Hat er es? Ich hab's! Fuck!
Und Kev hat's auch, ich sehe, dass Kev es hat. Nein! Was? Hast du einen Punkt bekommen? Alter, da muss ich aber noch. Du bist doch fast in den Punkt reingeflogen, Kev, oder nicht? Hä, meiner ist beim Aufschlag explodiert. Und dann hast du nicht mehr den Punkt bekommen? Krass. Da vorne ist er, Leute. Fuck, und ich mache das jetzt zum wievielten Mal schon. Leckst mich am Zuckerli, das war nicht ganz so gut. Eieiei. Von hinten, warte, Kev, werden wir von hinten. An den Hodensack mit der flachen Hand einmal so. Oh, ich hab es beim allerersten Versuch so gut fast einfach geschafft. Weil er's kann, Kev. Einfach weil er es kann. Aber wer? Ich weiß nicht, wie du meinst. Gott. So, kommt jetzt noch mehr? Ich weiß gar nicht, wie die zweite Runde schon, oder? Oh shit, Dena hat es. Nein. Nein, hab ich nicht! Und warum weiß ich nicht, Alter? Was ist denn das Problem? Gut, Chachos. Ey, Junge, ich komm hier einfach. Ich krieg's aber nicht hin. Ich krieg's aber nicht hin. Und Deko hat eine zweite Runde. Ich hab erstmal so gut gemacht, Junge. Deko, ey, tatsächlich, das ist ein Wetteinsatz von 666. Das ist ein Wetteinsatz. Wenn der Deko sich das hier holt. Und dann wird sich das von wie viel riesen Abstand der Junge sich jetzt gerade holt. Überrundet, genau. Und jetzt mal wahrscheinlich wieder First Rider was. Und schon wieder das Gleiche. Nein, ich bin rausgeflogen. Schade. Ich bin das ganze Ding perfekt gefahren und dann ist er wieder gegen die Kante gefahren. Muss am Ende lenken. Müssen wir hier mal warten, damit der Kev den Windschatten und so. Am Ende musst du lenken sogar. Hä, wo war's am Ende? Ey, jetzt kriege ich diesen Scheiß. Ja, ich hab's, Alter, jetzt nice. Jetzt kommt mein Fluch, Alter, die Spirale. Ich weiß, es ist. Man darf die Führung einfach nicht mitnehmen, das ist es. Was? Okay. Wenn ich die Führung mitnehme, hat er dich an die Kante gedrückt. Dann bist du langsam mit der Führung. Ich hab's nicht nee, geschafft, Kev? Ja, er hat's ey, jetzt fliege ich hier ständig bin raus durch. Aus dem Kackding. Oh nein, und ich hab's kein einziges Mal. Oh, das ist doch traurig, das ist doch die traurig. Muss ich beeilen, weil die Runde 10.000 ist echt kurz. Kev wird bis gleich in der zweiten Runde sein. Der Ziegenmann, der wird dich packen, Deko, der wird dich packen. Der hat dich schon an den Genitalien und schnipp, schnapp, Schabernack. Jetzt fliege ich vorne raus. Weißt du, ich hab das bei zwei Tries geschafft und bin beide Mal nicht aus der Spirale rausgekommen. Du weißt halt nicht, wo das Problem ist, ne? Du weißt halt nicht, wo das Problem ist. Das ist es einfach. Nee, ich flieg ja bei dem grünen Ding schon raus. Genau das ist es. Ich kenn das Problem, ich kann keine Spirale. Nein, ich kenn das Problem nicht. Nein! Du da kennst das nicht. Daddy ist da. Jetzt mein First Try und dann sieht's rosig aus. Alter, wie kurz ist die Strecke denn hier? Deko hat verkackt. Ey, ich schaff's einfach nicht, durch die Spirale schmuck durchzufahren, ne? Nein, Kev hat es. Nein, Kev hat es. Er hat's echt geschafft. Er ist hat es First Try gemacht, oder was? Ja, Junge. Er ist so geil, Alter. Ey, ich schaff es nicht, durch diese scheiß Spirale. Ich liebe es. Diese Ziegenmann-Einsätze, die kommen einfach nur geil. Was ist mein Ziegenmann-Einsatz? Aber du hast ihn gemacht für die Gruppe, das passt auch noch. Alles gut. Eieiei, und hast du es jetzt geschafft? Da vorne fliegt er, hat es geschafft, oder? Nein, hat er nicht. Was? Ich glaube, er lügt. Ich komm einfach nicht ein einziges Mal schmuff durch die Spirale durch. Ich bin davor so schmuff einfach nur durchgefahren. Oh, ich bin fast und in den Punkt reingefallen. Das ist unglaublich, Muchacho, was ist denn hier los? Okay, warst du erster oder zweiter Try in der Runde geschafft? Ich hab First Try geschafft, zweite Runde. Fuck, okay. Aber ich fahr jetzt nochmal einfach nur just for fun, weil ich mich sonst langweile. Weil er sich sonst langweilt, so etwas. Aber ich muss aufpassen, dass der Deko es halt nicht schafft. Fuck. Aber yes! Das hat. Yes! Dena kann Deko noch einholen! Dena könnte mich theoretisch noch einholen, ja. Nein! Oh Gott, also nicht so schlimm, aber Mann! Dumm einfach! So, wir machen fuck jetzt it. Die dritte Runde First Try. So. Oh, Deko hat es auch. Alter, wenn ich jetzt verkacke. Nee, doch dumm. Ich hasse mein Leben. Na, du er hat wieder drittes Mal First Try, alles klar. Nein! Aber ich bin durchgekommen. Ich hab's geschafft. Ich hab's finally geschafft, aber das ist wieder typisch, dass mein Endgegner die Spirale mich einen Sieg kostet, ne? Nice. Aber diese warte, wir sind vom Ziegenmann. Aber Deko, Deko, schau mal. Wir brauchen noch einen Antagonisten zum Ziegenmann. Nee, aber Deko, bleib mal kurz stehen. Guck mal einmal nach links. Deko. Du willst ihn abschießen bestimmt. Nein, ich will ihn nicht abschießen. Das hört sich schon so an. Musst du nicht noch eine Runde fahren? Ja! Ich wusste nicht, ob er noch... Ich bin jetzt... Jetzt hat Dena mich echt so verarscht, dass ich nicht gefahren bin. Warte, wie? Dena hat doch niemals eine Runde geschafft. Natürlich habe ich es geschafft, Alter. Und dann habe ich... Ich habe auch die zweite... Ich habe auch das zweite vor ihm geschafft. Weißt du, was das Problem war? Ich bin... In der Luft habe ich schon Respawn gedrückt, weil ich dachte, ich spare mir Zeit. 14.000! So ein mieser Ficker ist die, ne? Ich dachte, aber schnellste Runde, Bitches. Alter.
Boah, Walter, ganz ehrlich, ich dachte, den hast du bei der ersten Runde noch. Nein, ich bin das Zweiter der Herzen. Geschafft. Lol, wie witzig, Leute. Das war eine ziemlich geile Folge. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Wollt ihr, dass Deko seine Gliedmaßen behält? Und ansonsten sehen wir uns 3 Tagen wieder mit denen. Also bleibt geil und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Bis zur Folge in 3 Tagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.